Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Diesmal präsentiere ich euch den Feuerwerk-Mixeimer von Leslie. Und zwar sind 66 Cut-1-Sachen hier enthalten. Unter anderem dicke Brummer, Blitztabletten nenne ich sie jetzt einfach mal. Dann sowas ähnliches wie die Crazy Eyeballs haben wir gesehen. Und Knatterbälle. Sieht man hier gut. Ja, ich würde sagen, davon zünden wir einfach mal ein paar Dinger und ja, zu kaufen gibt es das auf jeden Fall bei Beisel Pyrotechnik. 66 Stück für, ich glaube, 7 Euro noch was, wenn ich mich nicht irre, korrigiere ich gerne in dem Video. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit den Effekten. So, dann geht es jetzt mit diesen Blitzdingern da los, Robos. Ich würde sagen, Abfahrt, ich muss gucken, es ist ziemlich dunkel geworden. Einer und zwei Stück zünden wir. Viel Spaß. Noch was. Okay, also kleine Korrektur. Wir dachten, das wären Blitztabletten. Sah so aus. Ja gut, so einen Effekt habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich würde sagen, wir machen mit etwas Ruhigem weiter. Eigentlich wollten wir was mit einem Ruhigen starten, aber gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal zwei Brummer zur Abwechslung. So, fangen wir an mit zwei dicke Brummer, würde ich meinen. Dann Abfahrt. Sehr schön. So, ich möchte jetzt nicht zerstören mit den letzten. Jetzt machen wir mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück auf einmal, würde ich meinen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich halte mal rein und dann Abfahrt. Jo. Also wir haben noch zwei unterschiedliche Artikel in diesem Sortiment. Wir haben Cracking-Bälle und sowas wie umgelabelte Crazy Eyeballs von Xplode, falls ihr die kennt. Hier raschelt es nämlich auch. Ich denke, es ist auch mit Crackling verbunden. Darum machen wir die zum Schluss und jetzt zwei Cracking-Bälle einfach mal, würde ich meinen. Ja, dann würde ich sagen, Abfahrt. Zwei Cracking-Bälle. Gut, dann diese umgelabelten Crazy Eyeballs nennen wir sie jetzt einfach mal. Mal schauen, ob es stimmt. Zwei Stück, einmal hier und einmal dort. Und Abfahrt. Einmal. Alles klar, also anderer Effekt, also mit einer blauen Bengalflamme zum Schluss und dann, naja gut, durch den Boden haben sie sich jetzt nicht gut drehen können leider. Trotzdem schönes Silber am Anfang mit einer schönen Bengalflamme in Blau der Abschluss. Und ich würde sagen, Abschluss trifft sich ganz gut. Das ist der Feuerwerksmix-Eimer, wie gesagt, zig Artikel davon, mehr noch drin natürlich. Wir haben jetzt nur ein paar gezündet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, über ein Like, Abo und so weiter würde ich mich natürlich freuen. Wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao. Yeah.